Moin moin Leute des guten Geschmacks, wenn sich eine daubetrunkene Prinzessin auf einen naiven Elf und einen etwas anderen Dämon trifft, dann ist es nämlich die neue Serie von Matt Groening, Disenchantment. I'm so proud of you. I'm drowning! I'm Elfo! Ja, was ist überhaupt Disenchantment? Kurz gesagt, es ist eine Netflix Original Serie, die jetzt am 17. August 2018 erscheint. Es ist ein animiertes Fantasy-Epos, bunt, schrill, absurd. Disenchantment entführt Zuschauern ein bröckelndes, mittelalterliches Königreich und handelt von den Eskapaden der trinkfesten jungen Prinzessin, ihres temperamentvollen Elfen und ihres persönlichen Dämons. Dabei trifft das ungleiche Trio auf Oger, Kobolde, Harpien, Wichtel, Trolle und Walrosse und tonnenweise menschliche Narren. Oh mein Gott. So, das ist der Inhalt und ihr merkt schon, das Ding ist wirklich ganz, ganz anders, wie wirklich jetzt eines Die Simpsons oder Futurama, wo Futurama ja auch manchmal schon ein bisschen schräg ist, absurd und so weiter mit den ganzen Figuren. Aber jetzt kommt die Review, wie ich das fand. Und vorweg, ein Lob auf jeden Fall an Netflix und an Matt Groening, dass überhaupt so ein Ding da landet, das finde ich schon mal sehr gut. Trotzdem, der Zeichenstil, das ist schon mal wirklich auf jeden Fall eine Empfehlung. Dieser ist wirklich gleich wie den anderen. Da kommen wir zum ersten Punkt, die Animation, die Zeichnung. Das ist natürlich der unverkennliche Stil von Matt Groening. Der Überbiss, die Glubschaugen, wie ich das gerade angesprochen hatte. Aber auch generell freaky Charaktere. Und natürlich, das ist dann unverkennlich immer noch. Absurder Witz, humorvoll, aber auch wirklich was nur für Erwachsene, weil teilweise auch blutig. Wer somit diesen Zeichenstil natürlich liebt und kennt und natürlich auch keine neue Trickserie zum Glück erwartet hat, der weiß Bescheid, der ist genau hier richtig und kann sich auch wirklich was Tolles freuen. Deswegen ist das für mich erstmal ein Pro-Punkt in der Animation. Die Story ist unterteilt in Kapiteln und das finde ich gar nicht schlecht. Kann natürlich aber auch ein bisschen nerven, sage ich mal, wenn man natürlich jetzt mal sagt, man möchte gerne abschalten. Und wie bei den Simpsons, wie man das so kennt, Futurama ist ja so ein bisschen anders, ist teilweise später ja auch so. Aber wenn man die Background-Stories oder die Anfangssequenzen nicht kennt, der hat es natürlich schwierig. Bei den Simpsons ist es ja eher anders, da kann man einfach sich ja auf der Couch schlimmeln und kann einfach gucken. Hier ist es bei Disenchantment auch wieder so, dass man halt wie bei Futurama am besten wirklich von Anfang an gucken sollte. Da ist immer jedes Kapitel, die erste Folge ist eher eine Pilotfolge, die 35 Minuten geht, die wirklich wichtig ist, um das überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Da komme ich aber gleich zu den Charakteren weiter, wer die sind überhaupt. Und ihr merkt, das ist wirklich von der Storyline, vom Telling, ist nicht langweilig, aber hätte man doch ein bisschen vielleicht knackiger machen können, ein bisschen mehr Würze. Aber sonst ist das Drehbuch immer so teilweise von diesen ganzen Episoden von 1 bis 10. Ich habe ja 7 Folgen gesehen. War nicht schlecht bis dahin und hat mich auch teilweise sehr überrascht. Ja, die Charaktere, das ist ja eigentlich so der Hauptteil, der würde ich diese Serie ausmachen. Sogar irgendwelche komischen Schlangenfrauen als Ehefrauen von dem König und so weiter. Und alles Mögliche. Es gibt Charaktere, da lacht man sich schlapp und denkt, was ist da los? Warum ist das denn so absurd? Für mich ist das eine Serie, wo ich sagen muss, Futurama, Simpsons wurden vereint, fusioniert und treffen ein bisschen auf Family Guy. So kann man diese Serie eigentlich nennen. Die ist einfach ganz anders, driftet eher in andere Stilmittel rein. Und so sind auch die Charaktere. Wir fangen erstmal an mit der Prinzessin Bean. Bean ist auf jeden Fall eine Prinzessin, die Trinkspiele macht. Die will nicht verheiratet werden. Typische Klischees. Und das würdet ihr auch dann sehen in der Serie. So zartes Pflänzchen wie ihr sollte nicht auf so einem gutes Argument. Dann kommen wir zu dem naiven Elfo. Der sieht aus wie ein Elf, ist natürlich einer, der keine Lust mehr hat auf diese Welt. Er möchte ausbrechen, möchte eine andere Welt sehen und er ist einfach sehr naiv. Und man hat, also ich finde auch Elfo am stärksten in dieser Serie, macht am meisten Spaß, weil er sieht auch teilweise aus wie Bart Simpson. Da haben sie so ein bisschen das Charakterdesign übernommen, aber trotzdem einfach gut gemacht. Die Welt da draußen sehen. Und natürlich der nächste Hauptcharakter ist halt der Dämon Lucy. Lucy ist so ein kleiner Lucifer, aber eine 2D-Variante. Und er ist natürlich der persönliche Dämon von Bean, dass er da wirklich manchmal sehr absurde Sachen raushaut. Ich bin der einzigartige Lucy. Wen juckt, was eine Katze zu sagen hat? Somit sind diese Charaktere so weiter auch gesponnen, wie sie noch sind und auf die irgendwelche Zwerge, auf irgendwelche Trolle oder Oger, sagen wir mal, treffen. Einfach nur gut gemacht und ist für mich dann immer auch noch ein Pro-Punkt. Ja, kommen wir zur Laufzeit und das Pacing. Das ist so ein bisschen, wo ich sagen muss, vielleicht ein bisschen der Minuspunkt bei dieser Serie. Gut, die Laufzeit ist gut, es sind knackige 28 Minuten ab Folge 2 bis 10.
aber die erste Folge läuft 35 Minuten, was man eigentlich gar nicht merkt, weil da ist sehr Tiefe drin und man sieht dann halt vom Storytelling ja schon ein bisschen mehr. Flacht aber so teilweise manchmal ein bisschen ab, dass sich das so ein bisschen verläuft und so weiter und man schon weiß, wo es hin will. Trotzdem hätte es da so ein bisschen besser sein können, so ein bisschen spannender wie bei den Simpsons, wobei die ja auch schon abgenommen haben, aber durchgängig fand ich immer Futurama alle Folgen eigentlich gar nicht schlecht. Und so, muss man sagen, ist da so die Magie nicht so rübergelaufen wie bei seinen alten Serien. Aber trotzdem ist es nicht schlecht. Der Humor ist knallhart, absurd, witzig teilweise, manchmal nicht. Okay, es ist auch manchmal auch der amerikanische Humor, den man erstmal verstehen muss. Wenn da so teilweise Sachen sind, ich darf jetzt ja nicht spoilern, ich habe da schon wieder eine Sache im Kopf, den sie suchen und das wird, glaube ich, das war zweite Folge. Man lacht sich echt manchmal schlapp. Ne? Gerade über Elfo, der mega naiv ist, trotzdem der Humor ist wirklich nur was für Ältere, die würde ich da was mit umgehen können. Das ist ein Humor, der absurd ist, blutig, teilweise echt blutig, so Richtung Family Guy, wäre für mich FSK 16. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen, ich wüsste jetzt keine Punkte, die man noch ansprechen müsste. Wäre das eine Sache, wo man eine zweite Staffel auf jeden Fall haben müsste, finde ich schon. Kann ich auch klar empfehlen, die Serie, weil das Fazit kommt nämlich jetzt. Fazit ist es eine nette Fantasy-Epos-Animationsserie von dem Macher Matt Groening. Sein Team, die Synchro auf jeden Fall im Amerikanischen sehr zu empfehlen. Sogar der Sprecher von Bender, der macht auch damit. Und ihr merkt schon wirklich, diese Serie macht Spaß, kann aber so gesehen nicht diesen Erfolg von den Simpsons und von Futurama übertragen auf diese Serie, weil dieser Magic Moment, der ist leider in dieser Serie nicht vorhanden. Aber trotzdem, wer Bock hat auf eine coole Animationsserie, die wirklich diesen Stil hat, die absurd ist, witzig, blutig, auch mal ein bisschen anderes abdriftet und mal was anderes zeigt, der ist genau richtig bei Disenchantment. Also diese Entzauberung hat wirklich gefruchtet. Wirklich eine Empfehlung, ist ein bisschen über den soliden Punkt gekommen bei mir. Deshalb ist meine Bewertung bei 7,5 von 10. Ja, freut euch auf 10 geile Folgen zu Disenchantment. Und ich habe ja nochmal die von Netflix bekommen. Nochmal Dankeschön für diese Kooperation. Werden ja so öfters mal welche Folgen mit Netflix. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Sachen von mir, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, ob ihr euch die Serie angucken wollt. Ob man nochmal was darüber machen soll, könnt ihr nochmal gerne reinschreiben, wie ihr das in die Charaktere oder vielleicht auch ein paar Ideen, was ihr wissen wollt über diese Serie. Dann schreibt das in die Kommentare. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao. Bam.